Neymar. Oh! Für ein Traumtor! Ein Traumtor! Eines der schönsten Tore in seiner Karriere. Thomas Thiemer stand schon auf der Abschussliste. Hier beim Club unter der Regie von Willy Reimann. Da ist er wieder. 1:0 Führung für die Gastgeber. Zunächst der Freistoß von Driller. Dann vor die Füße, kein Gladbacher Defensivspieler ist da. Ein Schuss wie ein Strich. Unglaublich schönes Tor von Thomas Thiemer. Daher hat er hier seinen festen Platz, seinen Stammplatz in der Mannschaft und ist einer, der halt durch Standardsituationen oder eben auch durch Einzelaktionen auch mal ein Tor machen kann. Und von denen haben wir nicht so viele. Der Mario Basler aus Nürnberg, genauso schlampig mit seinem Talent, aber auch genauso genial mit seinen Einfällen. Von denen hat er in letzter Zeit leider viel zu wenig. Dabei wären sie so wichtig, damit die Gipfelstürmer... Den filigranen Freistoßschützen, damals noch im Trikot von Mainz 05. Zwei Treffer gegen Hansa Stadt, Bruder Leichtfuß, war Hansa ein perfekter Rechtsfuß. Thomas Thiemer, der 27-jährige Franke, gab am Pokalspiel in Schweinfurt gleich eine Kostprobe seiner Zielgenauigkeit. Thiemer weiß, dass Rostock seine letzte Chance zum Bundesliga-Durchbruch ist. An seiner lockeren Art erinnert das jedoch wenig. Gegen den FSV Frankfurt ein Sieg her. Und die Frage war, ob es gegen den Tabellenletzten ein Nervenflattern geben würde. Diese Frage war nach genau 65 Sekunden beantwortet. Nein, kein Nervenflattern. Hendrik Weiß, doch die Mainzer waren gnädig. Jetzt versuchten sie, schöne Tore zu machen. Doch Thiemer wollte ein zweites Tor des Monats heute nicht gelingen. Thiemer denn endlich das 15:0. Entscheidung des DFB nicht mehr zu hoffen. Also spielte die Mannschaft locker, machte durch Thiemer gegen einen völlig überforderten Gast das 7:1 und kreierte noch eine neue Form des Jubels. Aus dem jüngsten Fußballer Bayerns ist nach gut 20 Jahren einer der gefährlichsten Torjäger der zweiten Liga geworden. Es sind Treffer wie diese, die ihn auszeichnen. So wie Thomas Thiemer. Beim Bundesliga-Aufsteiger 1860 München, auch als Torschütze erfolgreich, versucht er sein Glück nun in Mainz. Da kommt Thiemer mit der Nummer 6. Der zweifache Torschütze von Duisburg mit dem linken Fuß vorbei. Mit dem rechten kann er es auch. Thomas Thiemer. Torwart Braser. Na ja, gut, es war jetzt 1:0. Ja. Ich bin der Meinung, ich muss er nicht unbedingt haben. Mhm. War eine weite Entfernung, aber weil viele davon reden, es war Torwartfehler, aber jetzt haben wir echt hier und geht direkt ins obere rechte Eck. Also. Ganz ordentlich. Ja, haben sich beim Jubeln erkältet auf den Nassenrasen. Der starke Klopp Thomas Thiemer, den überragenden Spieler der Mainzer, und der bewarb sich um den Titel Torschütze des Monats. Nerv gezogen und der 2:0-Sieg für Mainz war auch in dieser Höhe verdient. Kommt nämlich weder Ball noch Wagner oder Thiemer in den Griff. Und Peter Neustädter. Neustädter. Brinkmann, eine seiner vielen erstklassigen Flanken. Und ein Traumtor, eines, wie man es in der zweiten Liga nur ganz selten sieht, von Thomas Thiemer. 4:2. Damit ist es ein verdienter Sieg. Gucken wir nochmal, die Flanke von Brinkmann und ein wunderschöner Fallrückzieher von Thomas Thiemer. Wer solche Tore schießt, hat verdient gewonnen. In der ersten Hälfte leitet das 1:0 ein. 15. Minute, Thomas Thiemer ebenso frei wie gekonnt. Diesen Treffer schauen wir uns nochmal an. Wunderschön herausgespielt, da gab es für den Zwickauer Keeper Hofmeister nichts. Nach dem Wechsel das 2:0. Der Ball war schon hinter der Linie, bevor Arno Clesius dran kam. Eine Minute später war es erneut Thiemer, der mit diesem herrlichen Flugkopfball den Freistoß zum zweiten in der 20. Minute völlig solo und goldrichtig 1:0. Dem es gefällt, der Mann Thiemer zum dritten. Gegenspieler Schur ist völlig überfordert, wird zur Halbzeit ausgewechselt. Und das im Urlaubsziel des Schlusslichtes.
Und weil auch alle anderen Frankfurter artig Platz machen, kommt Zimmer zum Tor des Tages. Das 4:1 und diesen Knicks hat er sich redlich verdient. Zimmers 10. Saisontreffer, klar, dass sich so mancher Erstligist gerne mit dem spielerisch zuweilen sehr gut. Einziges Manko, es gab zu wenig Torschuss. Eingekommen von Mainz 05 statt. Thomas Zimmer, immer wieder Thomas Zimmer, der Kapitän. Über ihn lief heute fast alles beim Eingekommen. Der Mann, der von 1860 München hier an den Rhein gekommen ist. Dreh- und Angelpunkt. Für Halbzeit Nummer 2 und die beginnt mit einem Knaller. Zimmer springt am höchsten. Der Ball im Netz, nur zählen tut's nicht. Warum bleibt das geheim? Zimmer und wieder Schucker. 10 Minuten. Vom ersten FC Nürnberg, von den Amateuren des Clubs zu den Löwen, sein 5. Saisontreffer, Marke Matte. In der ersten Hälfte knüpfte er nahtlos an die Klasseleistung von Ullmann und der Nürnberger kann Fußball spielen. Thomas Zimmer. Ein Zuckersolo von Thomas Zimmer hatte wieder ein Riesenlaufpensum heute. In der zweiten Hälfte war er dann mit seinen Kräften am Ende. Thomas Zimmer kam zu den Amateuren des ersten FC Nürnberg. Und wie man solche Szenen leider nur in der ersten Halbzeit sah, setzte nach. Zimmer! Und da ist er drin! Die 80. Minute. Die Zimmersäge Kronen, überhaupt nichts gelangt. Aber dieses herrliche Tor des Franken Thomas Zimmer deutete zu einem Zeitpunkt, als die Löwen mit 11 Spielern auf dem Platz waren gegen 10. Und kurz darauf beim dritten Mal, da konnte er nicht. Thomas Zimmer, ein Kunstschuss. Dieses herrliche Tor zum 2:1. Rängen 20 Sekunden später auf seine Art. Hoffnung keimt auf, die Löwen plötzlich euphorisch haben. Zum Schlechtesten für die Löwen. Tor. Ein Zimmers Hackenblick. Ein tolles Solo. Und das 2:0 durch Thomas Zimmer. Dies ist der Beitrag des Bayerischen Fernsehens zur nächsten Auswahl der Tore des Monats. Und Zimmer fasste sich ein Herz. Mit diesem Sonntagsschuss sorgte er in der 28.